Schließlich gab sie nur noch einen hässlichen Heulton von sich. Als ich dann mein Entsetzen überwunden hatte, warf ich zunächst den Deckel auf die Kanalöffnung und stürzte mit Pistole und Taschenlampe in den finsteren Chorraum hinaus. Aber warum haben Sie denn in der Sakristei nicht vorher das Licht im Chorraum eingeschaltet? Ich konnte vor lauter Eile und Aufregung die Schalter nicht finden. Naja, diese Situation wäre wahrscheinlich auch mir in die Knochen gefahren. Vor allem war es dieser mörderische Dauerton, der mir so auf die Nerven ging. Ich hätte mir am liebsten die Ohren zugehalten. Sie konnten nicht erkennen, wer an der Orgel saß? Nein. Dazu war meine Taschenlampe nicht stark genug, und doch, ich wusste, das konnte nur dieser unheimliche Glockenmörder sein. Ich lief deshalb durch den Chorraum nach hinten und eilte über einen der beiden Aufgänge zum Chor hinauf. Dann schlich ich mich an der Balustrade entlang und erreichte schließlich die Orgelbank. Ja. Und? Sie war leer. Leer? Ja. Obwohl dieser grässliche Heulton noch immer ertönte. Aber wie ist das möglich? Die Antwort auf diese Frage gibt Ihnen das hier, Sir. Ja, das ist doch eine Haarspange. Wieso? Als ich die Orgel ableuchtete, entdeckte ich, dass jemand mit dieser Haarspange eine Taste festgeklemmt hatte.